Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich nur eine 200-Mbit-Leitung. Jetzt habe ich eine 400-Mbit-Leitung zum Freundschaftspreis von Vodafone bekommen. Ja, Vodafone Kabel, also ehemals Kabel Deutschland. Und jetzt würde ich wieder eine Breitbandmessung starten und wir schauen mal, ob die 400 Mbit ankommen. Als erstes wird die Latenz gemessen. Das ist ein Laufzeittest zu einem Server in Frankfurt. Das heißt, umso geringer jetzt der Wert ist, umso besser. Der soll auf keinen Fall über 50 gehen. Aber wir bleiben so im Bereich von 20. Das würde ich jetzt als völlig okay ansehen. So, und jetzt wird es spannend. Der Download sollte bei 400 Mbit liegen. Und das tut er auch. Und der Upload, unten sieht man es ja, soll maximal 25 Mbit. Der sollte auch ankommen. Also ich habe natürlich vorher schon mal alles getestet, ob das so ankommt. Die Fritzbox gibt mir auch die Werte zurück. Und in dem Fall tut es das auch. Messung abgeschlossen. Jetzt kann ich mir nochmal das Ergebnis anzeigen lassen. 405 Mbit down und 26,35 Mbit up. Ja, und Laufzeit 24 Millisekunden. Viel besser geht's doch gar nicht.